Hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build. Und wie ihr sehen könnt, habe ich einen neuen Skin. Und zwar, das hat folgenden Grund, ihr werdet sicherlich schon erahnen. Es geht nämlich um die Europameisterschaft. Und ich dachte mir, ich werde mir jetzt jedes Mal einen neuen Spieler aussuchen vom deutschen Nationalteam. Da habe ich gerade noch so ein Trikot hier gebastelt. Ich finde, das ist ziemlich cool geworden, auch hier mit den bunten Fußballschuhen, die ja heute mittlerweile tragen, ne? Zwei verschiedene einzelne Paar Farben, Farben in einem Paar. Mann, so rum. Ich habe gerade ein bisschen lang gebraucht, das soll jetzt hier auch noch auf der Brust so ein bisschen diese vier Sterne und das, ja, das Sportlogo, also vom Sponsor sein, ich nenne mal jetzt nicht, ihr werdet wissen, wer es ist. Und diesmal habe ich mir jetzt zuallererst die 17 ausgesucht, das ist nämlich der Boateng. Und da passt leider hinten hier nicht so wirklich ein Name drauf, ne? Reicht aber aus, die 17 hat er, das ist der Boateng. Und zwar habe ich mir den ausgesucht, weil er einmal gegen die Ukraine da dieses Tor verhindert hat mit einer Wahnsinns-Rettungsaktion. Also haben sicherlich einige von euch gesehen, die sich dafür interessieren. Ist dann schön in das Tornetz reingefallen. Und zum einen wurde er so ein bisschen vor der WM durch die Medien, ja, thematisiert, sag ich mal. Besser gesagt, hat er ein gewisser Typ einer gewissen Partei gesagt, den würde ich nicht gerne als Nachbarn haben, aber okay, für die EM. Finde ich blöd, so mit über Leute zu reden, die man nicht kennt, weil ich glaube, so als Mensch ist er eigentlich doch ein ganz cooler Typ. Auch wenn er jetzt beim FC Bayern München spielt, wo ich nicht so Fan von bin. Aber das ist ja jetzt egal, es ist EM und da stehen wir natürlich hinter unseren Jungs. So, das ist ein niedlicher Neuer hier im Tor. Und ich will natürlich auch auf die EM-Cases eingehen. Und zwar kann man hier Trikots gewinnen. Und hier stehen auch die Ergebnisse. Gerade wo ich aufnehme, spielt noch Frankreich gegen Albanien. Also, der Part, wenn ihr den seht, jetzt, einen Tag später, um 15 Uhr, ist Anstoß England-Wales. Also heute, jetzt, genau in dem Moment, stößt England gegen Wales an. Oder Wales gegen England, je nachdem. Ja, dann 18 Uhr die Ukraine gegen Nordirland und um Deutschland. Um 21 Uhr heute Abend spielt dann Deutschland. Yeah. Ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr den Part seht, was ihr für das Spiel tippt. Und wir gucken mal, wie viele von euch richtig lagen. Ich sehe gerade, ich hätte vielleicht hier oben neben den Schultern, also den Halsbereich, noch ein bisschen anders machen sollen. Ah, kann ich ja noch machen. War gar nicht so einfach. Hat ein bisschen gedauert auch hier jetzt mal wieder so ein Skin zu basteln. Ey, den letzten habe ich noch von der ersten Dinecraft-Map. Jo, und jetzt gucken wir mal hier. Ich habe hoffentlich ein bisschen Geld hier. Die Cases. Was? Cooldown? Warum? Oder habe ich die etwa? Oder muss ich die erst hier holen? Ach klar, ich muss ja erst die Keys holen. Im Forum unter Ankündigungen gibt es auch noch eine Übersicht über alle Spieler, die man hier bekommen kann. So, da kostet einer 30 D-Mark. Jetzt kann ich das öffnen. Ho. So, und da rattert er los. Und man kann hier auch tauschen, ne? Es gibt wohl eine Tauschbörse, aber ich denke, ihr könnt auch untereinander ganz einfach tauschen. Wenn ihr jetzt ein ganz besonderes Trikot haben wollt von, ich habe André Schürrle. Plus 3, also ich weiß jetzt nicht, was die Werte bedeuten. Mittelfeld EM 2016 ist klar. Aber es gibt wohl auch noch verbesserte. Also das kann man sich vielleicht mit diesen Goldcards bei den FIFA-Keys oder Kisten. Ah, Mesut Özil war auch dabei. So, wir kaufen mal einfach noch ein paar. Warum denn nicht? Hallo? Ja. Muss ich immer rein. Jetzt zwei Keys, genau. Ah komm, was haben wir denn an Geld? Darum soll es doch jetzt gehen. Also, hör, wo guckst du denn hin? Du sollst mir welche verkaufen? Dass man da nicht mehrmals drauf klicken kann. Ein EM16-Key gekauft. Ich finde diesen Torwart so witzig hier und das kleine Spielfeld. Natürlich haben sie sich da wieder was ausgedacht. Die Admins oder Moderatoren oder Supporter. Ah, man kann hier auch drüber gucken. Vielleicht sehen wir ja mal, wenn... Wahrscheinlich, wenn da hier so eine... Habe ich jetzt Manuel Neuer? Aber wo ist das hin?
Nochmal. Vielleicht bin ich zu früh rausgegangen. Ah, guck mal. Da haben wir den. Oh, das hat geleckt, glaube ich, gerade. Das ist ja jetzt schon. Mann, ich nehme gerade auf. Brauchst du ein Trikot? Ich hol mir doch gerade welche. Ich will ja erstmal anfangen zu sammeln. Hier, da kommen doch immer solche Raketen hier durch. Vielleicht sind die die besonderen. Oh, da war der Marc-André Ter Stegen. Ach so, das sind die Farben der Spieler. Also das ist Torwartposition, Manuel Neuer, Mario Gomez. Sturm ist dann also rot. Zweimal, ah, da haben die mir gerade zugeworfen. Okay, dann ist das ja wahrscheinlich nicht so was Besonderes. Ach, hier Abwehr. Jonathan Tah, der wurde ja nachnominiert. Weil, wer hatte sich denn gleich nochmal verletzt? Oh, da komme ich jetzt gerade gar nicht drauf. Wer war denn das? Jetzt pumpen die mich hier voll, ne, im Inventar. Price, Price. Ach so, nee, hier ist der Preis ja logisch in der Mitte. Und Sami Khedira. Und dann kann man wahrscheinlich zum Schluss auch nachschauen. So, das waren erstmal alle Keys. Ich gehe mal weg. Ich will mal gucken, kann man die sich vielleicht auch so in Schilder reinhängen? Das wäre schon ganz nice. Und ist da ein Jump'n'Run hier oben oder ist es nur so ein Bogen? Ach so, das ist nur so der Bogen, dass das da der Bereich ist. Von den Trikot. Opening Cases. Ah, haben wir auch die ganzen EM-Teilnehmer hier. Weil ich nicht weiß, wofür das stehen soll. Es könnte vielleicht so ein bisschen Albanien sein. Die ja jetzt gerade spielen gegen Frankreich. Und da habe ich 1-2 für Frankreich getippt. Für Albanien getippt. Ich war ein bisschen mutig. Weil ich glaube, dass sie sehr kämpferisch sind. Und ja. Aber überwiegend lag ich momentan nicht so gut mit meinen Tipps. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt trotzdem mal ins Home. Home. Und noch was. Das schauen wir uns gleich nochmal am Spawn an. Wenn man die jetzt noch irgendwo hier reinhängen könnte, ne? Warte mal, erstmal habe ich Hunger und da will ich nicht den Sami Khedira sein benutztes Trikot essen. Das will er doch nicht. Oh, da habe ich die Klappe zugemacht. Klappe zu, Affe tot. Vielleicht können wir uns ja hier so eine coole. Oh nee, da sind die Schallplatten drin. Wir machen uns einfach mal ein paar Kisten und dann bauen wir mal so ein paar Teams rein. Würde das überhaupt vom Platz gehen, so eine Aufstellung? Ja, hier wäre dann der Torwart. Genau, das kann man doch basteln. Ist doch schön. Da brauche ich erstmal Holz. Und ich glaube, oh. Ich mache erstmal 3. Wobei, ich kann es ja mal probieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wobei, wäre auch blöd, ne? Ich hatte nämlich überlegt, dann die Trikot da oben reinzuhängen, aber das ist ja blöd, wenn du die jetzt hier in so einen Rahmen reinhängst. Da brauchst du ja für eine Aufstellung voll viel Platz. Das geht ja gar nicht. So, und ah, es geht ja nicht daneben. Das war ja bei Minecraft für Windows 10 irgendwie. Aber da ist die Ersatzbank und Trainer und so weiter und so fort. So, im Tor. Gehen wir von unten. Ist natürlich gesetzt. Manuel Neuer. So, das ist alles Mittelfeld hier. Also meine Abwehr sieht noch sehr mau aus. Jonathan Tah. So, dann haben wir hier zweimal Gomez im Sturm. Dann machen wir einen Doppelsturm mit Gomez. So, jetzt muss ich gucken. Der Meso, der spielt doch eigentlich auf der Seite am liebsten. Oder der andere Schüle auch. Guck mal, den Müller, den können wir noch so ein bisschen in die Spitze tun. Den Sami Khedira. Ja, der Joshua kann auch in Verteidiger spielen. Das hat er ja auch gemacht jetzt zum Schluss bei Bayern. Aber mal so. Und dann kommen hier außen noch die Sprinter hin sozusagen. Bernd Leno ist auch dabei. Ist hier.
Nee, ist da eigentlich ein Unterschied zwischen den? Sieht nicht so aus, aber ich habe gehört, es gibt da irgendwie besondere Trikots. So, nochmal hier, Joshua, Jonathan Tah, Sami Khedira, der ist hier. So klassische Sechserposition. Thomas Müller in Sturm. Eigentlich kommen, wir können ja keinen Doppelt reinsetzen. Dann haben wir jetzt einen Doppelsturm mit Thomas Müller und Gomez. Das passt auch, der Müller ist eigentlich mehr auf der Seite anzufinden. Meistens. Er macht von da halt auch immer gut die Flanken. So, jetzt haben wir noch ein paar Lücken, ne? 8 haben wir gerade mal. Da fehlen noch 3. Also hier muss nur einer hin. Dann haben wir eine ne schöne Viererkette. Oder machen wir Dreierkette und hinten Viererkette? Dreier Mittelfeld. So ganz standardmäßig können wir eigentlich machen. Dann nehmen wir aber, ich weiß nicht, ob der Mesut Özil, Mesut, wollte ich gerade sagen, ob der auch rechts spielt. Ich glaube, links ist schon der Schürrle öfter. Der Mesut macht Mittelfeld und der Khedira geht dann hier hin. Oder so. Lassen wir jetzt erstmal so. Das passt auch so irgendwie ein bisschen vom Platz. Das ist jetzt meine Aufstellung. Aber ein bisschen Geld haben wir ja noch. Spawn, da gucken wir mal, was wir finden. Und ich hatte jetzt das Texture Pack auch mal runtergeschraubt. Also dasselbe ist drin, aber halt von der Auflösung. Und ja, hier leckt es immer noch ein bisschen. Aber es ist besser geworden. Zur Not müsste ich halt noch ein Stück runtergehen, wenn es mich jetzt extrem nervt. Aber ich habe, wie ihr seht, immer noch keinen Shader drauf. Hatte sich auch im letzten oder vorletzten Part einer hat, ja, der hatte das verwechselt. Da meinte ich, soll mal den Shader rausmachen. Aber ich hab doch keinen drin. So, das wäre cool, wenn wir noch einen Trainer hätten hier, ne? So, das ist auch das Geld, weil. Ja, komm, machen wir jetzt voll. Morgen gibt es ja wieder 200 fürs Voten. Oder ich gehe nebenbei eben mal ein bisschen farmen. Ja, der Trainer, der fehlt eigentlich noch. Oh, Schweini. Das war auch eine nice Aktion von dem, muss ich mal sagen. Da ist er eine Weile verletzt. Ne, nicht gerade die beste Saison gespielt bei Manchester United. Und dann kommt er im ersten Spiel so zurück. War nicht schlecht. Oh, da haben wir ein blinkendes. Mario Götze. Effizienz. Okay, das ist dann so ein besonderes, wie es aussieht. Hä? Ach so. Er drückt mich automatisch raus, wenn ich dann was hab. Ja, und mal gucken, wen ich dann in den nächsten Tagen hier als Spieler noch hab, ne? Unter den Skins. Ich wette, da kann noch eine Menge passieren. Also, einen habe ich auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf, weil der zur Pressekonferenz fand ich irgendwie gut. Oh, Manuel Neuer, wow! Da verbessern wir uns doch nochmal. Wird sich jetzt vieles um EM drehen, also für die, die es nicht so interessiert, jetzt Fußball-EM. Tut mir leid, wenn das dann nicht jetzt so für euch ist, diese Parts. Also ich werde es nicht jeden Tag machen. Ich habe auch gestern kein Part hochgeladen, weil ich da ein bisschen wenig Zeit hatte die Woche. So, jetzt kriegt er erstmal hier den übelst puren Mega-Neuer. Der hat auch wieder gut gehalten. Jetzt haben wir ja schon einen mehr. Also, dann haben wir da noch den Emre Can. Und Lukas Podolski. Bastian, Schweinsteiger, Mesut Özil, Götze. Also den Götze müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen. So, die Frage, ob wir das vielleicht so als Sechser-Position machen. Gomez ist schon klassischer Sturm, ne? Den Müller dann auf rechts. So, jetzt fehlt es noch ein bisschen an der Abwehr. Achso, ich muss mal die Farben hier merken. Grün ist jetzt Torwart. Abwehr. Auf jeden Fall habe ich Emre Can, aber ich weiß nicht, war der in der Innenverteidigung? Kimmich, der hat auch mal hier rechts gespielt. Ab und an. So, und wen müssen wir denn jetzt noch mit hinten reindrücken? Schweinsteiger. Ja, das ist, sind aber schon so die stärkeren. Nur Schweinsteiger ist eben kein Abwehrspieler, ne? Der Kimmich wurde da so ein bisschen hingeschult von Pep Guardiola diese Saison. So, wir haben jetzt 4, 3 und 3 und 11, genau. Also eine 4-3-3er.
Formation. Ja, komm, so sieht man es vielleicht besser. Das kann ich dann noch so taktieren. Ist bestimmt cool so, ne? So, und dann haben wir auf der Ersatzbank. Ich brauche eigentlich noch eine Kiste für die Ersatzbank. Weil theoretisch kann ich ja den Neuer dann hier nicht noch dreimal drin haben, ne? Ah, ja. Das klingt logisch. Wieso habe ich denn nochmal ein Stack genommen? Eins, zwei. Da machen wir noch eine Zweierkiste für so alles, was überflüssig ist. Und dann nochmal eine, damit das hier ein bisschen größer ist. Einfach. So, finde ich nur gerade blöd. Wo baue ich. Warte mal, habe ich. Wir machen. Ja, oder? Kann ich, habe ich, mache ich, ja, oder? Ich baue das im nächsten Part einfach hier nochmal auf. Und damit sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs Einschalten. Vergesst nicht zu tippen, wie Deutschland heute Abend spielen wird. Ich verlose nichts, keine Angst. Aber es geht ja beim Tippen immer um die Ehre auch, ne? Wer da den besten Tipp hatte oder auch das bessere Fußballverständnis. Und dann würde ich mich noch über eine Bewertung befreuen. Und wir sehen uns dann morgen, wenn ihr Bock habt. Haut darin, bis dahin. Tschüss.